Gut, meine Lieben, dann geht's los. Wir nehmen gleich die Hantel, das heißt, das Warm-up ist gleich mit Hantel. Ihr wisst, heute wieder 2 Minuten, 2 Übungen, 10 Wiederholungen. Wir fangen an. Bizeps Curl rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Und dann machen wir zum Aufwärmen Fronthebel. Rechts, links, rechts, links, rechts, links. Immer 10 plus 10. Ja? Es geht los in 10 Sekunden. Los geht's. Bizeps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Front raises 10 mal. 1, 2, 3, 4, 5. Schönes Warm-up. 7, 8, 9, 10. Wieder Bizeps. Hallo Claudia, wir machen 2 Minuten lang 2 Übungen. Erste Übung Bizeps Curl Singles aber und dann Front Raises auch Singles. Immer 10 und 10. Immer 10 und 10. 2 Minuten lang. Super, sehr schön. Gut. Ja. Jetzt, meine Lieben, den Trizeps zum Aufwärmen in der Vorbeuge. Singles nach hinten und dann wieder für die Schulter. Singles nach oben. Wieder 10 plus 10. 10 plus 10. Wir fangen mit dem Trizeps an. Das war die erste Minute. Sie weiß, da kommen noch einige Übungen. Muss man nicht so Gas geben.
Schön aufwärmen, aufwärmen, aufwärmen. Super, sehr schön. So, fürs Kreuz zum Aufwärmen, erste Übung natürlich mit gebeugten Beinen. Schönes Kreuzheben. Ja, easy cheesy. Zweite Übung, in der Vorbeuge nach hinten ziehen. Nach hinten ziehen. Ja. Also das Kreuz schön aufwärmen. Alles noch Warm-up. Alles noch Warm-up. Bisschen auslockern. Geht schon? Geht's jetzt? Und jetzt? Noch immer nicht. Ich bin schon bereit. Ich fange schon an dabei nochmal. So, 10 plus 10. Auf die Plätze. Los geht's. Komm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10 und nach hinten ziehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nach Kreuz hin. Und wieder nach hinten ziehen. Halbzeit. 10. Weiterhin die Schultern auf ein bisschen. Ja. Diesmal, meine Lieben, Single Arnold Press. Von vorne weg, nach außen hoch, wieder zurück. Außen hoch, wieder zurück. 10 Mal, ja. Easy cheesy. Und dann 10 Mal Incline Curls für den Bizeps. Ja. Dass der Bizeps auch ordentlich aufgewärmt wird. Bereit? Geht schon? Die Pausen sind zu lang, oder? Könnte man ein bisschen kürzen, diese Pausen, oder? Oder früher anfangen. Ja, ich kann die Pause kürzen. 5 Sekunden Pause, es muss reichen. So, Achtung! Los geht's. Vorne zusammen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Und jetzt nach innen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wieder vorne. 1, 2, 3, 4, 5. Immer vorne zusammen. 6, 7, 8, 9, 10 und wieder 1, 2,
3, 4, 5, 6, Halbzeit, 7, 8, 9, 10, und wieder, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, und wieder, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Durchhalten, durchhalten, Leute, es ist noch Warm-up. Alles noch Warm-up. Und Pause. Sehr schön. So, jetzt tun wir unser Gleichgewicht ein bisschen aufwärmen. Du stehst auf einem Bein und einfach nur swing, 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 swing. Die, die ja vielleicht eine Kettlebell haben, können das auch mit einer Kettlebell machen. Du stehst auf einem Bein, ja, und du schwingst. Genau. Dadurch, dass ich es immer mit der Kurzhantel mache, war das jetzt ungewohnt. Ja. Es wackelt noch mehr mit der Kettlebell. Das wackelt noch mehr mit der Kettlebell. Genau. Kurzhantel ist leichter. So, also 10 rechtes Bein, 10 linkes Bein. Los geht's. Einfach schwingen. 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, Beinwechsel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Beinwechsel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Beinwechsel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Beinwechsel, 1, 2, 3, 4, Halbzeit, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Beinwechsel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Beinwechsel, 1, easy cheesy. Ich merke gerade jetzt schon ein super Roll aus. Okay, 7, 8, 9, 10, Wechsel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Wechsel, hopp, 2, 3, 4, 5, Wechsel, 1, 2, 3, 4, 5, ja, damit es ungefähr ausgeglichen ist. Sehr brav, super, sehr schön. So, tun wir noch ein bisschen bitte die Schultern aufwärmen, ein bisschen noch die Schultern aufwärmen, ja. Wir machen jetzt 10-mal Seitheben, ganz locker diese Lateral Raises, ja, easy cheesy. Und dann tun wir den Trizeps noch ein bisschen aufwärmen, über Kopf schön Trizeps Pushes. Genau, ja, alles noch aufwärmen, aufwärmen, aufwärmen. So. Sitzt auf meinem Handtuch. Schön. Langsam wird das Aufwärmen, langsam fange ich schon an zu schwitzen. So, los geht's. Seite. 10 mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Genau. 10. Handeln zusammen, Hinterkopf. 8, 9, 10. Und wieder. Jetzt 11 gemacht. 2. Die Lisa ist so eine Streberin, die macht manchmal 11. Halbzeit, nicht Mahlzeit, Halbzeit. Ich glaube, die Handeln sind zu leicht für die Lisa. 5 Kilo ist zu wenig, die braucht jetzt auch die 10er. Wie viel haben wir? 9, 10. Ja. Ah, schon wieder vorbei, schade. Super. Gut. Leute, dann tun wir ein bisschen die Beinchen aufwärmen. Ja. Wir machen Frontkniebeuge. Vorne halten das Gewicht, Frontkniebeuge. Ja. Das Gewicht zur Brust und hier eine schöne Kniebeuge runter, 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 runter. Ja. Und dann machen wir aber Good Mornings, dass die hinteren Oberschenkel und der Rücken aufgewärmt wird. Ganz zur Brust halten, schön nach vorne und wieder zurück. Schön nach vorne und wieder zurück. Ja. Bei der Kniebeuge, komm nicht so weit nach vorne mit dem Kopf. Versuch den Oberkörper so aufrecht wie möglich zu halten. Ja? 10 Kniebeuge, 10 Good Mornings. So, fangen wir mit der Kniebeuge an. Los geht's. Zur Brust halten, eine schöne Good Mornings. Beine gestreckt. Spür die hinteren Oberschenkel. Super. Und wieder Frontkniebeuge. Halbzeit. Und wieder. Good Mornings. Und wieder Kniebeuge. Schöne Tiefe, schöne Tiefe. Oh, schade. Schon wieder vorbei. Diese angenehmen Übungen vergeht immer am schnellsten.
So. Die Schultern haben sich erholt. Meine Liebe. Rainbow. Rainbow. Versuch unten zusammen und dann oben zusammen. Ja? Unten zusammen und dann oben zusammen. Und dann machen wir klassische Bizeps Curls. Ganz klassisch. Beide Arme gleichzeitig. Los geht's. Schöner Rainbow. Ganz hoch bitte. Bizeps ganz klassisch. Und wieder Rainbow. Halbzeit. Super. Wieder Bizeps. Spürt ihr den Pump schon? Und wieder. Rainbow. Ja, das zieht. Zieht. Oh, schade, schon wieder vorbei. Schade, schade, Schokolade. Was? Habe ich Schokolade gesagt? Entschuldigung. So. Gut. Leute, wieder eine Balanceübung. Einbeiniges Kreuzheben. Wenn du es richtig machst, dann spürst du richtig den Popo. Dann spürst du richtig den Popo. Gewicht nur hängen lassen. Schön tief und schöner Knieheber. Balance, Balance, Balance. Popo-Training, Rückentraining, Oberschenkeltraining. Richtig Gas geben. So, los geht's. Lisa ist voll Turbo, 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 Turbo. Immer 10 pro Ball, Halbzeit.
Einen habe ich noch. Na, sieh aus. So. Diese Übung geht sich bei mir immer genau zwei Runden aus. Leider schaffe ich nicht mehr. Schafft sie mehr? Das hat ganz schön, war das intensiv. So, meine Lieben, pass auf. Jetzt für den Rücken. Ellbogen breit, 10 Mal und dann 10 Mal Swings. Ja? In der Vorbeuge nicht nach hinten, sondern breit die Ellbogen. Breit, dass der obere Rücken trainiert wird. Der obere Rücken. So, Achtung! Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und jetzt Swings. Und wieder. Ellbogen. Oberkörper schön tief. 6, 7, 8, 9, 10. Und Swings. Halbzeit. Und wieder. Sehr brav. 9. 10. So, eine Runde noch, komm. Komm, ein bisschen noch. 10, wenn sie nicht ausgehen, aber wurscht. Ah, schon vorbei. Schade. Die 10 Swings, die wären lässig gewesen. Schau, wir machen noch zwei fertig. Ja, sehr brav. Sehr brav, sehr brav. Ich liebe Streber. So. Okay. Leute, noch eine Balancegeschichte. Und Trizeps. Auf einem Bein stehen. Wenn du am rechten Bein stehst, rechts Trizeps. 10. Linkes Bein stehen, links Trizeps. Los geht's. Dann Wechsel. Am linken Bein stehen, linker Arm. Wenn das für ihn eben zu leicht ist, stell dich auf die Faszienrolle drauf und mach diese Übung. Einbeinig, ja, ja. Einbeinig. Du kannst den Zirkus auftreten in dieser Nummer. Wie viele? 10, ach, Entschuldigung.
lauter Quatschen. Halbzeit. 9, 10. Wie sagt man schon Turbo einschalten? Immer 10 und 10. Das ist einfach zu schnell für mich, Baby. Das ist die Jugend. Mit 29 war ich auch so schnell wie die Lisa. 10. Gar nicht so einfach, die Übung machen, Gleichgewicht behalten und quatschen dazu. Und euch ausbessern auch noch. Wie viele? 9, 10. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Super. Whee. Bravo, bravo, bravo. So. Leute, Ausfallschritte für die Beine. Ausfallschritte. Im Prinzip ist ganz egal, ob du nach vorne steigst oder nach hinten steigst. Mir wäre lieber, du steigst immer nach vorne und zurück. Ja? Aber wenn es anders nicht geht, du kannst auch nach hinten steigen. Das Ziel ist es, dass dein Knie den Boden berührt. Wenn möglich. Gewicht nur hängen lassen. Gewicht nur hängen lassen. Okay, los geht's. Halbzeit! Dieser ist so schnell. Ich glaube, die ist auf Red Bull heute. Ah, Traubensaft, der war's. Traubensaft. Ja. Durch Zuschauen verbrennt man keine Kalorien. Schau jetzt dir zu. Genau. Leute, Rückentraining. Einarmiges Rudern nach hinten mit Oberkörperrotation. Easy cheesy. Dann gehen wir in die Hocke und machen in der Hocke Bizeps Curls. Los geht's. In der Vorbeuge. Einarmig. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Runter in die Hocke. Konzentrationskurs. Die Ellbogen innen abstützen. Wer kann, Fersen am Boden. Klammer. Ach, 10. Schön, zurück. Dreh den Oberkörper. Und wieder. Habt ihr es gesehen? Ihr könnt zurückspulen nachher. Schaut euch das an von der Lisa. Hat sich einfach hingesetzt, weitergemacht. Ja, ich sage immer Popo bis zum Boden. Diesmal hat sie es wortwörtlich genommen. Aber sie kann das. Ah. Wieder vorbei. Schade. Schade, 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 schade. Na, servus. Super. So. Leute, die Schultern haben sich wieder erholt. Machen wir diese eine lustige Übung für die Schultern. Das ist eine lustige Übung. Rotation. Rotation. Ja. Das zieht nämlich so schön im Schultermuskel. Ja. Und die zweite Übung, meine Lieben, ja, wie beim Langlaufen, ja, nach hinten, Schwung nach hinten, Swings, aber nach hinten, wie beim Langlaufen. So, los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Und jetzt. Halbzeit. Was? Was? Spul zurück. Spul zurück. Ich spul zurück, ich sag's dir. Ich schau mir das Video an. Ich schwitze wie ein Nilpferd. Habt ihr schon mal ein Nilpferd schwitzen gesehen? Schaut mich an. Was? Schwitze. Sehr brav, super. Leute,
Wir gehen auf die Matte. Auf die Matte. Erste Übung. Ja, Flies, den Brustmuskel. Und dann Pullover, Überzüge. Mit gestreckten Armen nach hinten. Mit gestreckten Armen nach hinten. Schöne Flies. Los geht's. Schwere nehmen, so 100 Kilo, schön nach oben Bench Press und dann Trizeps French Press, also Bench Press und French Press, ja, nicht French Toast, sondern French Press, ja, aufpassen, Nosebreaker-Übung, ja, Nosebreaker-Übung, genau, wir fangen an mit Bench Press, Bank drücken, schwitzt ja auch ein bisschen wenigstens. Okay, los geht's. So, schön rein, oben zusammen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und wieder Bench Press. Leute, wenn das Bench Press zu leicht ist, wenn du zu leichte Gewichte hast, ja, Angie, dann Liegestütze machen. Helmut, Christian, macht's dann bitte Liegestütze, ja? Rosi, Franz. No.
Ah, das und ist deppert. So geil. Und vor allem der Trizeps. Ah. Und vorbei. Sehr bravo. So, machen wir noch ein bisschen was für den Rücken. Wir haben fast noch nichts für den Rücken gemacht, oder? Leute, vierfüßler Stand. Ein Bein ist in der Luft. Ein Bein ist in der Luft. Und je nachdem, wie schwer dein Gewicht ist, diagonal, Seitheben oder Ruder. 10 und 10. Ja? 10 und 10. Schwitzikus, Nilpferd, schwitz wie ein Nilpferd. Bereit? Los geht's. So, also, rechtes Bein ist bei mir jetzt in der Luft und links durch Seite hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, mal aushalten. 9, 10. Und dann einfach wechseln. Andere Seite. Wieder wechseln. Immer diagonal arbeiten. Rechtes Bein, linker Arm. Linkes Bein, rechter Arm. Und wieder rechts. Halbzeit. So, ich glaube, eine Runde geht hier noch raus. Aber auf die Sekunde. Auf die Sekunde. Sehr schön. So. Machen wir noch ein bisschen was für die Oberschenkel, Leute. Vor allem für die Beweglichkeit vom Kniegelenk. Ja. Zur Brust die Handel. Es reicht eine. Immer hinsetzen, lehnen, Becken hoch. Ja. Und dann machen wir around the world. Mit der Handel. Von der Brust um den Kopf herum. Um den Kopf herum. Around the world. Around the world. Ist die Musik aus? Ja, dann wollen wir die Musik noch einmal einschalten. Musik noch einmal. So. Los geht's, meine Lieben. Schön nach hinten setzen. Und lehnen. Ja? Lehn dich nach hinten. 10 Mal. Könnte sein, dass die letzte Serie ist. Wie haben wir schon? 8. 9. 10. So, jetzt komm hoch und jetzt immer rundherum. 1. 2. Zurück zur Brust. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9,
C und wieder nach hinten lehnen. Halbzeit. So weit du kannst. Das, was deine Gelenke zulassen. Nein, steht das? Einmal, glaube ich. Zehn. Und wieder, around the world. Okay, jetzt gehen Sie noch auf, zwei, drei Mal nach hinten setzen. Komm. Yay, geschafft. Yay. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Boah. Leute, ich habe geschwitzt wirklich wie ein Nilpferd. Ihr wart so Wahnsinn. War das super? Super gemacht. Wahnsinn. Weltklasse, oder? Ja. Ja. Was sagst du, Gerti? Weltklasse, oder? Ja. Schau mich an. So schwitzen Nilpferde. Siehst du das? Ja. Hast du auch geschwitzt? Nein, oder? Natürlich. Oh. Aber wir zwei waren die einzigen, glaube ich. Schau mal, die Linda, die schwitzt gar nicht. Schau. Wirklich? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ihr wart super, Leute. Super.